Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier einschaltest und herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg hier auf meinen Kanal gefunden hast. Wir schauen uns heute den Bitcoin-Preis ganz genau an, denn es ist im Moment so, dass wir eine sehr spannende Preisbewegung sehen, direkt runter auf unseren Point of Control. Was das Ganze jetzt auf sich hat und vor allem, was der Point of Control ist, was wir davon erwarten können und wie es im Moment auf dem Daily-Chart aussieht, das schauen wir uns an. Und Wale verschieben massiv große Bestände an Bitcoin. Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Wissen wir irgendwas nicht? Was wird wichtig? Das erfährst du im Video. Wenn dir es gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du der Community beitrittst. Du kannst dir kostenlos gerne ein Abonnement da lassen und einen Like gerne mal rausballern hier auf dieses Video. Und in diesem Sinne setzen wir uns jetzt direkt rein an den PC, starten dieses Video nach dem Intro. Let's go! Gut, dann gehen wir rein. Heute ganz genaue und detaillierte Analyse. Und zwar schauen wir uns heute viele, viele Indikatoren an. Wir schauen uns heute an, welche Support-Level wichtig werden. Wir schauen uns den Point of Control an. Wir schauen uns den BBAP an und noch vieles, vieles mehr. Also unbedingt jetzt hier dranbleiben bis zum Schluss, denn das Video wird hier heute wieder sehr spannend werden. Also, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wie du ganz gut erkennen kannst, haben wir hier erstmal zwei Widerstandszonen eingezeichnet. Zum einen war das die Widerstandszone hier von gestern, von diesem Bereich hier. Und da war dann hier bei knapp 19.900 US-Dollar bis 19.800 US-Dollar. Das war dieses Hoch, was wir hier gesehen hatten. Das habe ich eingezeichnet. Für mich war das dann nämlich ausschlaggebend, falls wir hier gestern es doch geschafft hätten, hier nach oben hin durchzubrechen über den 50er Daily EMA, dann wäre das ganze Ding hier zumindest mal wieder richtig Richtung 20.300 Dollar gelaufen, haben wir dann aber hier nicht geschafft, denn wir hatten ganz große Probleme wieder mit unserem 200er EMA. Bei Bitbull Trading haben wir uns das ganz genau angeguckt. Ich habe das Ganze dann auch reingepostet in den jeweiligen Discord-Server und sind dann hier sehr stark nach unten hin abverkauft worden. Für mich war dann die Frage, wo ist dann erstmal Schluss? Wo können wir eine Reaction sehen? Wo können wir einen Bounce erwarten? Und da habe ich mir jetzt einfach mal diese Bewegung hier mit meinem Point of Control angesehen. Und zwar diese Bewegung hier, dieses ganze Konstrukt, da wollte ich wissen, wo liegt denn hier mein Point of Control? Mein Point of Control ist einfach das meist umgesetzte Volumen auf einen gewissen Preislevel. Und das war genau hier unten in dieser Zone. Und mit diesem roten Strich, was du nämlich hier dann siehst du dann ganz genau, ah, okay, alles klar, hier ist genau der Volumenpeak, also ist diese Zone hier unten am relevantesten und davon kann man dann ausgehen, dass wenn man hier hochgeht, runterfällt, hier unten wieder reingeht, dass dann zumindest kurzfristig gesehen nochmal ein Bounce reinkommt. Und genau diesen Bounce habe ich dann gestern mitgenommen, genau diesen Bounce habe ich dann getradet hier unten bei diesen 19.100 US-Dollar. Können wir uns das Ganze hier nochmal anschauen. Es war genau dieser Trade hier, Einstiegspreis waren hier 19.388. 19.185 und raus bin ich bei 19.388. Das war dann so ein kleiner Trade, knappe 5 Bitcoin groß, habe ich dann zweimal die Profite genommen, dann habe ich ihn komplett zugemacht. Man sieht es hier 21.42 und dann nochmal 21.43. Da habe ich dann für mich gesehen, oh, da wird es dann sehr eng werden. Warum? Wenn wir uns das nämlich dann hier angucken, auf dem 1-Stunden-Chart sieht man das nämlich ganz schön. Das war genau einmal hier diese Bewegung, die ich getradet hatte. Und warum bin ich dann raus? Ganz einfach, weil ich gesehen habe, dass wir wieder hier genau auf unseren 20er Daily EMA reinrauschen, auf unseren 13er Daily EMA und auf dem 50er auf dem 1-Stunden-Chart. Ja, und das ist genau das Problem dann gewesen von meiner Sicht aus, wo ich dann sagte, oh nee, das ist mir zu heiß, da gehe ich lieber raus, habe hier erstmal 50% rausgenommen, habe dann so 2-3 Minuten gewartet, wie sich der Preis entwickelt, habe dann gesehen, dass wir genau an dieser Stelle nicht über diese Hochs hier drüber kommen. Und was ist dann passiert? Ganz genau, wir sind dann hier weiter nach unten erstmal runtergefallen, ja. Also da muss man dann wirklich immer sehr aufpassen. Vor allem jetzt ist es weiterhin auch so, wir gehen jetzt hier wieder runter, wir gehen wieder hier unten rein in die Zone. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt hier unten wieder diesen Point of Control antesten und dieses Tief, was wir hier haben. Und wenn man sich dann auch das Volumen anschaut, ist es im Moment so, dass auf dem 1-Stunden-Chart jetzt hier ganz gutes Volumen reinkommt. Zumindest auf jeden Fall mal mehr Volumen wie in den Stunden zuvor. Ja, die Stundenkerze, die dauert jetzt noch 18 Minuten, sollte die irgendwo in diesem Bereich hier schließen, dann geht nochmal davon aus, dass wir hier unten in diesen Supportbereich hier durchaus reinkommen könnten. Und das ist dann der wichtige Support, denn wenn dieser dann hier nicht hält, wird es sehr wahrscheinlich hier nochmal runtergehen Richtung 18.626 US-Dollar und somit dann hier unten diese ganze wichtige Konsolidierungsphase, die wir hier hatten, ja.
und diese wichtige Supportphase dann nach unten durchbrechen und dann sehen wir uns ganz schnell hier unten wieder bei 18.626 Dollar. Diesen Trade, was ich dann auch gemacht habe, ja, das sind wirklich solche kleinen Scalp-Trades. Du musst schnell rein in den Markt, du musst die ganze Zeit davor sitzen. Das ist nichts für Swing-Trader, die dann sagen, okay, ich kaufe jetzt einfach mal ein und warte, was passiert, sondern du musst wirklich vorm Chart sitzen und den ganz genau beobachten, auch auf dem 3-Minuten-Chart, 5-Minuten-Chart, was er dann macht. Ja, kommt jetzt hier krasses Volumen rein und so weiter und so fort. Aber jetzt über Nacht ist nicht allzu viel passiert. Wir haben weiterhin abfallendes Volumen. Das Volumen, was jetzt halt gerade reinkommt, ist ganz okay. Auf dem RSI sieht es im Moment so aus, dass wir hier auf dem RSI zumindest nochmal hier auch unten in diese Gegend reinkommen könnten, auf die 30-Punkte-Marke. Sollte das der Fall sein, die 30-Punkte-Marke, würde das auch perfekt hier unten zusammenpassen mit unserer Supportlinie. Da kann man dann auch nochmal erwarten, dass wir so einen kleinen Bounce sehen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass wir hier irgendwie hier so krass drunter brechen, sondern dass wir hier nochmal reingehen, so einen kleinen Bounce, das wieder nicht hier drüber schaffen, der Point of Control dann zu Widerstand wird und wir dann nach unten in Abverkauf werden. Das wäre dann so das Szenario für den heutigen Tag, falls wir es bearish sehen. Sollten wir es bullish sehen, dann ist es einfach so, dass wir genau dann hier in dieser Stelle einen Bounce reinkriegen, wieder über 19.300 Dollar gehen und wieder auf hier unseren 200er EMA. Dieser 200er EMA läuft ja dann hier, obala, bisschen verzogen, der läuft ja dann hier an dieser Stelle mit, ja, und das kann ich mir dann sehr, sehr gut vorstellen. Es wären dann so 19.500 US-Dollar, was dann der Bitcoin hier durchaus machen könnte. Vor allem, ihr müsst auch eins immer bedenken, wir haben im Moment Berichtssaison, ja, und Berichtssaison heißt, sehr viele Unternehmen berichten ihre Quartalszahlen. Auch nochmal bei MACD hier unten sieht man auch nochmal, also hier unten sieht auch alles andere erstmal als optimal aus. Ja. Das heißt, sie berichten ihre Quartalszahlen. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach das, dass viele dann auch bei dem Nasdaq erwarten, dass sich hier dementsprechend Volatilität einstellt. Gestern gab es zum Beispiel Netflix-Aktien, da werden dann die Zahlen announced. Und dementsprechend hat das halt auch Auswirkungen auf den Nasdaq und auf den S&P. Dann gehen wir weiter rein, schauen uns das Ganze mal auf den größeren Timeframe an. Und zwar siehst du das Ganze jetzt hier mal auf dem Tageschart. Und auf dem Tageschart hat sich im Moment weiterhin nicht viel verändert. Auf dem Tageschart sind wir weiterhin hier in unserer Range und vor allem auf unserem wichtigen Point of Control von unserer ganzen Range, die wir jetzt hier geformt hatten seit unserem Juni 2022. Ja, das bedeutet, wir sind genau hier in dieser Range an der Stelle und wir halten uns genau auch in dieser Range und genau auf unseren Volumencluster. Das heißt, wir sind genau auf unserem Point of Control. Wir sind hier immer kurzzeitig mal ein bisschen runtergewickt. Ja, das ist völlig normal. Aber man muss halt auch dazu sagen, wenn wir hier dann wirklich wieder final runterkommen und dieses Tief halt hier rausnehmen bei knapp 18.200 US-Dollar, dann ist meiner Meinung nach für Bitcoin dann Feierabend, weil dann werden wir dieses Tief bei 17.600 Dollar durchaus antesten. Und dann wird es hier weiter nach unten gehen. Nächster Zinsentscheid, 2. November 2022. Auf dem Tageschart, das Volumen sieht im Moment eigentlich ganz okay aus, aber man muss auch dazu sagen, die letzten paar Tage ist hier nicht allzu viel passiert. Ja, also der Montag und der Dienstag sehr, sehr schlecht. Mittwoch, ja, ist heute. Schauen wir mal, wie da heute das Volumen reinkommt. Aber wir hatten hier schon ganz andere Tage gesehen und auch ganz andere Wochen in diesem Bereich hier. Deshalb sehr interessant, was da noch passieren wird. Und ich möchte euch einfach nur darauf hinweisen, ja, seid nicht gleich wieder euphorisch, nur weil Bitcoin mal einen Move von 400-500 Dollar nach oben macht. Wir sind weiterhin in einem Downtrend. Wir sind weiterhin hier dabei, nicht unseren großen Downtrend hier, den wir dann auch hier nochmal geformt haben, nach oben hin zu durchbrechen. Also auch das ist erstmal ein bearisches Zeichen. Und bei unserem MACD, wenn wir uns das angucken, ist es im Moment so, dass der MACD auch nicht gerade hier euphorische Sprünge macht. Ja, wir sind auch hier, hatten dann nochmal ein bearisches Cross. Das heißt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier wieder ein bearisches Cross reinkommt von unserer Signallinie zu unserer Durchschnittslinie und wir dann hier nochmal weiter nach unten hin abverkauft werden. Dann schauen wir uns den Nasdaq an, denn beim Nasdaq wird es auch wieder spannend werden am heutigen Tag, denn wenn wir uns das nämlich dann hier angucken, performt im Moment der Nasdaq besser als der Bitcoin. Ja, das ist genau wieder der Punkt, wo man sehr vorsichtig sein sollte, denn du siehst es hier auch nochmal. Warum ist dann Bitcoin kurz gepumpt auch an dieser Stelle? Ganz einfach, weil der Nasdaq hier einen doppelten Boden reingekriegt hat und hier dann schön nach oben gegangen ist. Konnte dieses Hoch hier oben aber nicht rausnehmen, ist dementsprechend wieder korrigiert. Halten uns jetzt auf dem 100er EMA auf der Pre-Session schon knapp im Minus, 0,5% im Minus. Mich würde es nicht wundern, wenn wir heute hier wieder runtergehen auf die 11.038 Punkte Marke.
und hier nochmal die 11.000 Punkte durchaus antesten können, je nachdem, wie die Zahlen von der Berichtssaison dann hier ausfallen. Deshalb gehen wir jetzt auch rein. Ethereum, Leute, müssen wir uns eigentlich nicht anschauen. Wir können es uns hier kurz reinladen, aber bei Ethereum, es passiert nichts. Ja? Und solange bei Ethereum hier nichts passiert, werde ich euch das nicht analysieren, weil was soll ich euch hier den ganzen Tag sagen? Ja, das bringt einfach nichts. Deshalb gehen wir gleich direkt rein noch zum Dollarindex, schauen uns den Dollarindex an. Der könnte uns ein bisschen Luft jetzt verschaffen, weil wir hier auch möglicherweise dieses Double Top jetzt hier reinkriegen. Aber das dauert noch ein paar Tage. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wenn wir hier dieses Hoch wieder rausnehmen sollten, dann ist dieses Double Top dann auch wieder erstmal Geschichte und wir werden hier durchaus dann wieder durchbrechen Richtung $120 dann hier nach oben. Das ist ja immer noch das Preisziel, was ich im Auge behalte und das ist meiner Meinung nach immer noch das wichtige Preisziel, wo wir durchaus erreichen könnten an dieser Stelle. Ja, also das einfach mal im Auge behalten. Sonst sieht es weiterhin für den Dollarindex weiterhin gut aus. Ja, auch der RSI sieht ganz okay aus. RSI hat gut Potenzial nach oben und auf unserem MACD bekommen wir hier unten auch im Moment jetzt hier möglicherweise, das sieht hier fast wieder aus, wieder ein bullisches Cross. Wenn das passiert, ist der Weg wieder frei nach oben für unseren Dollar-Index. Dann gehen wir noch rein Richtung News, schauen uns das Ganze an und zwar hier Earnings. Was steht heute an? Also Nasdaq haut heute seine Earnings raus, dann M&T Bank, Steven Universe und so weiter und so fort. Also wieder einige Firmen hier am Start, insgesamt 3, 6, 9, 12 Stück. Aber morgen kommt ja dann auch schon wieder der nächste Schlag, also das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich werde das jetzt ins jede Video immer mit reinnehmen, dass wir ganz genau sehen, okay, wann kommen die ganz großen Big Player. Gestern war, wie gesagt, Netflix dran. Dann Nuri, ganz große Thematik. Nuri Exchange hatten wir auch schon vor einiger Zeit mal besprochen und die haben jetzt offiziell komplett pleite angemeldet, also es wird auch die nicht weitergeführt, dieses Geschäft, ja, das heißt, eure Kryptos, wenn ihr da Kryptos habt, sind im Moment noch sicher und euer Geld auch, aber hebt die so schnell es geht von Nuri ab, falls ihr dort einen Account oder eine Wallet habt, deshalb da sehr, sehr schnell reagieren, sich das Geld noch auszahlen, solange es halt hier noch geht. Aber wie gesagt, Nuri somit bankrott und von der Bildfläche hier komplett verschwunden. Dann haben wir natürlich weiterhin das Battle der Bären und der Bullen und das habe ich euch auch nochmal aufgezeigt. Das ist genau dieses Thema hier. Ja, wir traden die ganze Zeit zwischen 19.600 und 19.400, 19.300. Dann ging es wieder ein bisschen nach unten auf knappe 19.100 US-Dollar und in dieser Range halten wir uns die ganze Zeit auf. Das heißt, wir sehen einen sehr starken Kampf zwischen Bären und Bullen und da müssen wir einfach immer ein Auge drauf werfen, wie denn im Moment auch die Wale agieren. Und im Moment ist es einfach so, dass die Wale massive Bitcoin-Bestände hin und her schieben. Also ist es sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, da müssen wir uns das mal ein bisschen näher betrachten und uns das auch im morgigen Video wieder angucken, weil wenn da hier größere Mengen verschoben werden, ja, von Exchanges zu einer anderen Exchange oder, dann ist es meistens immer ein sehr großes Zeichen dafür, dass wir möglicherweise einen Drop sehen, weil immer wenn Bitcoin-Bestände verschoben werden, zumindest auf Börsen drauf, ja, dann ist es so, dass wir einen Dump sehen, wenn aber Bitcoins von den Börsen runtergezogen werden. Dann ist es immer so, dass die Wale akkumulieren, akkumulieren, akkumulieren und nicht davon ausgehen, dass es einen nächsten Drop nach unten gibt. Hier zum Beispiel hat ein Wal knappe 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin verschoben. Das waren hier knappe 48.000 Stück. Und zwar wurden die von Coinbase Pro runter transferiert auf eine Cold Wallet. Also auch nochmal sehr spannend, was da dann passiert. Wurde dann aber gleichzeitig wieder in kleineren Tranchen a 122 Coins wieder in den Markt reingeworfen. Also auch hier sehr spannend, was da die ganze Zeit passiert und deshalb halte ich euch da natürlich auch auf den Laufenden. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du hier ein Abo da lässt, auch gerne ein Like da lässt und wir sind hier bei unserer Competition, einer der größten Gruppen. 409 Leute sind hier schon in der Gruppe bei Swiss Crypto J und bei mir. Also eine ganz coole Sache. Wenn du da Bock drauf hast, join gerne hier noch rein. Lass uns da gemeinsam loslegen. Lass uns das Ding dieses Mal in die Dachregion holen, zu uns in die Schweizer, Österreicher und deutsche Region. Und da ist der Pokal auf jeden Fall richtig aufgehoben. Link findest du unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Mittwoch. Bergfest, bald wieder Wochenende. Hau rein, bis dann, dein Basti. Ciao, ciao.